Hey Leute und willkommen zu der nächsten Community-Testkammer hier in Portal 2. Ich hab mega Bock. Ihr habt bestimmt auch mega Bock, also direkt rein. Die nächste Testkammer ist von Enderlux Unreshamper 2. Mal gucken, was wir hier haben. Aha. Hier ist ein Laser. Okay, das sieht ja eigentlich recht simpel aus, aber hier ist ein Gravitationsfeld. Ah, hier ist ein Umleiter. Optische Täuschungen, guckt euch das an. Lol. Wie hat er das gemacht? Das ist ja cool. Das ist ja mega cool gemacht. Also ich weiß nicht, wie er. Aua, aua, aua. Ich weiß wirklich nicht, wie er das gemacht hat. Hä, hey, das ist doch nicht möglich. Da müssen wir doch. Wie müssen wir denn? Ach so. Nee, wir müssen nicht den Laser umleiten, sondern da so machen und dann hier den Laser machen. Wofür ist das Gravitationsfeld jetzt da? Dieser Raum macht meinen Kopf weh. What the fuck? Und jetzt ist hier eine Kugel? What? Hier müssten irgendwie zwei Welten ineinander stehen. Ganz komisch. Okay, und was kommt hier alles raus? Mein Kopf tut weh. Was zum Fick? Folgenden Spuren und die führen hier zu der Tür. Und da ist jetzt. Woher kommt das denn jetzt? Okay. What the fuck? Dann, wenn ich jetzt hier durchgehe. So, mein Kopf brennt gerade, echt. Okay, lassen wir mal das mit dem Umleiter. Wie muss ich denn jetzt lang gehen? Damit ich wieder zum Umleiter komme. Ach, ich bin schon beim Umleiter. So, und jetzt muss ich hier lang und dort. Okay. Dann wenn wir jetzt hier gucken. Oh, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann bin ich hier. So, und jetzt hier runter. Dann bin ich. Dort. Das ist halt wirklich ein bisschen fragwürdig. Was, wenn ich mich jetzt hier hoch. Okay, ändert sich nichts. Es ändert wirklich nur, wenn ich hier durchgehe und dann. So, wo war das nochmal mit dem Stationfeld da? Das ist komisch. Ich blas mir gleich den Kopf weg. Okay, wir müssen wahrscheinlich dort hinten entsitzen. Und hier ein bisschen mit den Ansichten spielen. Viele Monate später. Ach Gott. Nee, ich hab keinen Bock auf diesen. Zur nächsten Testkammer. Also das ist für mich viel zu kompliziert. So, von Nordisoft 29. Also das hat echt mein. Subject is Cave, Prime, from Earth 1. I am speaking to you from across time and space. I am literally in the future. Hold on. What? Alright, my assistant Greg tells me none of that's true. Got excited. You are the first test subject we have ever sent into a parallel universe, which apparently has nothing to do with time travel. Still exciting. Anyway. You should be seeing a test chamber in front of you. We designed it. Those backwater universe yokels built it, and you're gonna test it. Remember, you gotta let us know if it works or not. Otherwise, you're wasting everybody's time on two Earths. All right, get to it. Aha, hier hat anscheinend sich selber synchronisiert. Time travel. Wie geht denn das denn? Okay, wir haben hier zwei Portale.
Da kann ich ja eh gerade keinen Portal setzen. Hier auch nicht. Sehr scheiße. Hier kommt ein Laser raus. Was ist hier? Hier ist eine Plattform. Ich kann mal hoch. Okay. So, wo kommt nochmal der Laser? Dort. Können wir den ja hier umleiten? Na, fuck. Ja. Nun, wie komme ich da jetzt rüber? Ah, warte mal. Ah, es ist die falsche Seite. Wie kann ich denn das ändern? Irgendwo konnte man das... Ah, da oben. Aber die bekomme ich nicht. Mann! Ich muss den Laser da oben blockieren. Okay, okay. Wie mache ich das jetzt? Das ist ein bisschen complicated. Nee, dann brauche ich den Würfel erstmal hier oben. Oder? Nee, nicht da oben, sondern dort hinten. Hey, warum springst du? Genau, um den da oben zu holen. Genau, und den Würfel tun wir jetzt erstmal dorthin, oder? Nee, da oben. Da oben müssen wir dann hinkommen. Und dann... Nee, der schiebt mich nur da lang. Da. Wo geht's denn hier weiter? Ich muss trotzdem den umleiten. Bitte. Jetzt mach doch mal bitte die Gravitationsfelder weg. Also, den Umleiter brauche ich. Und der muss da hoch, oder? Hä? Warum kannst du da kein Portal setzen? Darum kann ich da oben können? Ach man. Okay, die wollen halt wirklich, dass ich ein bisschen anders mache. So hier. Wieso kann ich denn da kein blaues Portal setzen? Hier muss ich das machen. Ja. Jetzt, wieso ist da jetzt ein Knopf? War doch... War da nicht ein Laser? Ich muss erstmal die Wand wegbekommen. Und das geht nur, wenn ich dort ein Portal mache. Und dann muss ich zuerst... Ich muss zuerst da ein Gravitationsfeld hin. Ja, und das muss dort mitgehen. Also einmal mit dort hoch. Ja, jetzt ist das. Ja, jetzt habe ich einen Laser blockiert. Welchen habe ich denn da jetzt? Ah, guck mal. Jetzt kann ich da einen Würfel hin tun. Also einmal dorthin tolle. Ja, nice. Okay. Naja, packen wir den Würfel erstmal hier hin. So. Und dann tun wir hier ein Portal hin. Und nein, nicht dort. Und hier eins. Super. Ja. Oh, als ob der das jetzt nicht. Oh Junge. So. Jetzt öffnet sich. Sag doch gleich, dass ich da eine Plattform brauche. Ich brauche erst die Würfel, oder? Oder benutze ich hier den falschen Würfel? Nee, ich benutze den richtigen.
und müssen ihn erstmal wieder fallen lassen. Gut, dann nochmal. Ich muss den erst wieder hinstellen. Oh, ist das lästig, Alter. So, dann stellen wir uns hier drauf. Da kommt ein Portal hin. Lassen wir es laufen. Der blockiert das. Der kommt dorthin. So, und wenn ich jetzt hier oben bin, dann brauche ich auch wieder einen Würfel. Und da auch einen Würfel. Also brauche ich die Beine. Aber die bekomme ich ja auch nur, wenn ich da einen umleite. Also muss ich da nochmal hoch. Uff, uff, uff. Okay. Also, nochmal den Würfel mitnehmen. Ach nee, jetzt kann ich... Ach, wieso ist mir das denn nicht vorher eingefallen? Jetzt kann ich die doch mitnehmen. Guck mal. Also, wir brauchen einen hier ein und einen dort. Und einen um da. So, das heißt, der kommt da hoch. Und let's go. Zack, zack. Wo ist der andere jetzt? Wo ist der andere? Wo fehlt's? Oh mein Gott. War das davor? Ach, komm schon. Ich krieg die Krise gleich, Alter. Aber wir haben es gleich geschafft. Boah, was war das gerade? Irgendwelche Geräusche. Also da und da. Und let's go. Oh, ich sollte vielleicht mitgehen. Also nochmal. Da, das ist weg. Oh, nochmal. Also hier nochmal hoch. So, ich gehe jetzt hier mit dem Würfel. Und let's go. Ja, und jetzt kommt der dorthin. Hä? Wieso fährt denn? Ach, ich hab die Wand. Ach so, scheiße. Der muss nochmal runter. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Kann er noch zurückgehen? Ja, wenn das... Ach, verdammt. Ja, toll. Muss das Gravitationsfeld wegmachen. Gut. Also, jetzt weiß ich, wie ich mache. Also, der kommt da hoch. Ja, blaue Portal schnell wegmachen. Da das Orange. Hier wieder rauf. Da muss der so positioniert werden. Genau. Und dann let's get started. Ja, und jetzt können wir hier drauf bleiben. Einfach warten. Und zack. Warte, noch warten, bis der rüber ist. Und wir haben's. War das? Alter, das hat lange gedauert. Meine Güte. Gut. Ja, der war mega geil. Gut, dann war das auch hier mit dem zweiten Part von den Community-Testkammern. Und wir sehen uns beim letzten und dritten Community-Level. Ich hoffe, ich hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.